Hallo und herzlich willkommen zurück zu GeoGuessr und willkommen zu Folge 50. Yay! Und in Folge 50 habe ich mir überlegt, da könnt ihr mal wieder mitspielen. Und zwar spielen wir die Geodetective Map. Geodetective Map. Play. Challenge. Invite Friends. Copy. Paste. Gleich weg. Wollen wir ja nicht. Und dann Musik. Start Game. So, damit ihr mitspielen könnt, müsstet ihr jetzt natürlich den ersten Spot euch angucken und finden. Und dann schaut ihr, wie ich das mache. Logisch, oder? Dass ich mich. Ich bewege mich hier natürlich nicht weg. Iguazu. Ja, Iguazu ist hier der Tipp. Bin mir nicht sicher. Ist das in Mexiko? Oder ist das hier so runter irgendwo? Bin mir da nicht sicher gerade. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine aber, Iguazu ist in Mexiko. Oder? Nein. Nein, ist nicht. Oder doch? Nein, 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 nein. Kann ja gar nicht. Also ich kenne die Iguazu Wasserfälle, die sind. Genau. Hier irgendwo. Meine ich. Was meint ihr? Oder ist das Argentinien? Steht da noch mehr bei? Parque Nacional Iguazú. Vielleicht ist das besser, dann nach diesem Park zu suchen. Nationalpark, oder? Access at Area Catam Iguazu. So, das ist wahrscheinlich dann auch direkt in Argentinien. Das ist hier, ne? Ja, das Foz do Iguazu. Parque Nacional Iguazu. Ja. Ich wusste, dass das irgendwo im Grenzgebiet ist. Da sind die Wasserfälle. Kataratas. So, unsere Straße läuft Nord-Süd und dann geht nach rechts eine Straße ab. Ja, das könnte hier sein, ne? Acceso a Cataratas, ja. Jo. Iguazu-Wasserfälle. Naja, soeben noch gefunden. Erstmal. Wir haben uns schön von Nordamerika rübergearbeitet.
Methodist Church Ghana, Cape Coast. Achso, ja, ihr müsstet jetzt natürlich dann den zweiten Jungle Guest haben. Sorry, dass ich das nicht gelernt habe. Aber ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. So, Ghana ist, hier. Cape Coast ist hier. So, wir sind ziemlich am Wasser auch, ne? Ja. Eine Einbahnstraße. Und die Methodist Church, vielleicht finden wir die ja. Gibt's ein Schloss? Was haben wir hier noch? Wir werden eine rechte Straße, die hier einfach am Wasser entlang geht, ne? Liverpool Road. Cape Coast Town Hall. Roots enough gas. Tankstelle ist hier doch nicht. Diocesan Office, vielleicht finde ich das. Ja, also gespannt, ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin. Das würde ich jetzt gerne überprüfen können, so nach dem Motto. Bin ich am richtigen Weg? Methodist Church. Das hier? Nein, hier ist das nicht. Ich suche diese Einbahnstraße jetzt. Das ist keine Einbahnstraße. Hier ist eine Kirche. Ist ja nichts mehr an der Küste. Nee, ich hab nicht gefunden. Ich gehe jetzt hier hin, weil hier Church of Christ steht. Ha, es war doch da, wo ich zuerst geklickt habe, in der Nähe von dem Castle.
Das ist doch keine Einbahnstraße. Da, oh, da steht es. Auf dieser Zoom-Stufe. Frechheit. So, aber das war auch die einzige Straße, die gepasst hätte vom Aussehen her. Mist. Interstate 180, South, Kreuz, West, Los Abuelos. Mexikanisches Restaurant, die 85, die 80, die 180. Hotel. Habe ich die Stadt übersehen? Cheyenne, ja, habe ich. Wo ist denn Cheyenne? So ein großes Land. Da findet man natürlich so eine kleine Stadt nicht. Hat jemand eine Idee, in welchem Bundesstaat Cheyenne ist? Die 80, nicht die 180. Hier ist Cheyenne, aber hier ist keine 180, das ist nur die 80. Vielleicht ist Cheyenne Depot Plaza dann doch was anderes. Cheyenne Depot Museum. Das ist doch auch frech, ne? Hier gibt es dann jetzt die 180 auf der Zoom-Stufe. Wir stehen nach Süden guckend auf der Brücke. Jo, play next round. Easy Snack. Aber gemein. Dubai. Na gut. Dubai. Lusitani. Mal gucken wir. Da ist Nord. Also. Hier geht's zum Flughafen, deswegen gucke ich mal in der Nähe vom Flughafen. Hier so. Hier so. Egal, guess. Gucken wir mal. Ah, noch weiter im Zentrum. Komm, ganz ehrlich. Ich wollte die Folge jetzt auch nicht allzu lang werden lassen, deswegen habe ich jetzt mal schneller gegessen. Aber das hätte man finden können. Schade. Naja, vielleicht hat sich jemand von euch die Mühe gemacht.
Warte mal. Ist das alles, was ich jetzt hier rausfinden könnte? Omnisynthesis? No parking. Das kann ich doch nicht sehen. Ist das alles, was ich habe? Dieses hier? Omnisynthesis? Wie soll ich da denn was rausfinden? Ich weiß nicht, welche Sprache das sein soll. Wo ich im Land? Mit I. Also das könnte lateinisch sein, aber nein. Eine Idee. 360 VR Promotions. Now? Ich würde sagen, wir sind hier irgendwo auf so einer Insel in der Karibik. Aruba, Curaçao, Barbados, A, B, C. Wilhelmstadt, das klingt doch gut. Ich würde ja so gerne hier einfach einen darüber klicken. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir haben hier so eine Bucht. Da ist auch nochmal Insel. Und diese Bucht ist da. Ja, können wir hier sein? Leute, bitte fragt mich in den Kommentaren nicht, warum ich Curaçao genommen habe. Dann muss ich nicht lügen und sagen, das war Zufall. Nein, das war... Warum habe ich Curaçao genommen? Weil ich mir gedacht habe, okay, irgendeine der karibischen Inseln wird das schon sein irgendwo. Und da gibt es so viele kleine und mir kam Curaçao irgendwie ganz gut in den Sinn. Dann sind wir im nächsten Schritt. Der Rest war dann einfach nur noch Formsache. Okay, ein Klick hier rüber bringt anscheinend überhaupt nicht. Weil man auf diese Tafel trotzdem nicht drauf gucken könnte. Flamingo Area. Es war jetzt einfach Zufall, dass ich Curaçao genommen habe. Dann der Rest, der war einfach nur so, das ist die Straße und die Bucht passte noch. Also macht euch da nichts. Also Karibik fand ich war relativ klar von der Landschaft her. Das ist aber auch alles. Und dann kann man sich hier einfach eine Insel auspicken. Okay, wir haben jetzt knapp 20 Minuten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. GeoGuessr, ich habe schon eine Folge schon aufgenommen. Die kommt dann diese Woche auch. Also bis dahin, danke fürs Zusehen und danke fürs Mitmachen und tschüss.